Es grüßt der Lucius mit einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ja, es ist viel Zeit vergangen seit dem ersten Gameplay-Material hierzu auf die durchaus berechtigte Frage, aus welchem Grund ich jetzt erst mit weiterem Material aufwarte, kann ich nur sagen, ich war ein böser Junge und habe alleine weitergespielt. Demnach hat sich en masse Material diesbezüglich auf der Festplatte der PlayStation 4 eingefunden. Jetzt muss ich zusehen, dass ich das Ganze zusammenschneide und euch respektabel präsentiere. Wie dem auch sei, ich habe in Anführungsstrichen nur die Hälfte der Karte bisher erkundet. Aus welchem Grund? Ganz einfach, ich bin einer von den Spielern, die jeden Stein umdrehen und am besten dreimal. Es könnte sich ja ein Pflänzchen darunter verbergen. Jedenfalls ist diese Folge sehr storylastig, da der Stein hier erst ins Rollen kommt. Ansonsten seht ihr im Anschluss ja, das Best-of der Kämpfe, die sich so ereignet haben. Ich danke vielmals und viel Spaß. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschehen und Versklavung! Ja! Ich habe Möge und Versklavung! Schwein! Hey, erleuchtet Heil! Lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blut. Meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Wollen wir etwa vergessen, was die Karte? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nicht so ungut. Dir steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher.
Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt? Ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn?
Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, na, sie sagen es nicht. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avard hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer... Ich kenne ihn ein paar Jahre. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Hey Leute, hier drüben. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtwagen. Karst? Was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die... Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich... So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist... mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren entzündet es nun. Ehren meiner Mutter, die mich gleich nach meiner Geburt im Stich gelassen hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich ausdrücke mütterliche Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaussteigt, frei schwimmt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht.
aufpasst, Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Ich lasse mir von den ungläubigen Karte doch nicht. Die Segnung war gar nicht so schlecht. Nett und kurz immerhin. Aber es gibt einige Osseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Es war schön. Wirklich. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen. Vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch, wenn sie einen Jäger sahen. Es war aber und jetzt noch ein paar, als ob das noch nicht... Wie der Sägezahn? Ja, und das weißt du. Ja, tja. Ich habe Norabier probiert. Ja, tja. Liegt das an mir? Oder schmeckt das? Aloy, jetzt nach dem Ende der Segnung. Ich hoffe, die Zeremonie war nicht und. Es war nicht gerade angenehm, aber es ist ein schönes Ritual, trotz all dem. Es ist großzügig von dir, Aloy, ein Ritual zu loben, das alles ehrt, was du nicht hattest. Es hat mir einfach nichts ausgemacht. Ich habe größere Probleme als das Gemurmel der Nora über ihre Mütter. Verstehe. Du möchtest doch bestimmt einiges fragen, oder? Warum verstieß man mich nach der Geburt, Tirsa? Was könnte ich getan haben, noch bevor ich geboren wurde? Aloy, diese Frage kann ich nicht beantworten. Warum nicht? Sie ist ganz einfach. Und wo ist meine Mutter? Ist sie heute hier? Sieht sie mich? Oder ist sie tot? Ist sie hier? Oder nirgends? Deine Mutter ist bestimmt hier bei uns, wenn auch nur im Geiste. Das ist keine Antwort, oder? Damit du es weißt, Tirsa, ich bin hier, um Antworten zu finden. Ehrliche. Und nach der Erprobung fordere ich sie ein. Ich weiß, Aloy. Das habe ich auch erwartet. Mich überrascht, dass der Stamm Ausgestoßene zur Erprobung lässt. So entgegenkommend sind die Nora sonst nicht. Es war schon immer Gesetz, dass ausgestoßene Kinder dieses Recht haben, ihre Möglichkeit der Rückkehr. Aber du bist, soweit ich weiß, die Erste, die dieses Recht tatsächlich wahrnimmt. Das überrascht mich nicht. Ich glaube nicht, dass viele ausgestoßene Kinder alt genug dafür werden. Das liegt eher daran, dass solche Kinder selten sind. In all den Jahren gab es nur ein weiteres ausgestoßenes Kind. Ein 13-jähriger Junge, der seine Mutter tötete. Die Erprobung war nach 5 Jahren und er kam nicht. Nein. Alleine hat er bestimmt nicht lange überleben können. Aber er hatte eine Chance. Andere Stämme hätten ihn hingerichtet. Du wirst es nur schwer akzeptieren, Aloy. Aber eine Verbannung ist, relativ gesehen, human. Oh, wirklich? Probier's mal 18 Jahre aus, Tirsa. Und dann sprechen wir uns wieder. Was ist mit Rost? Warum wurde er ausgestoßen? Er hat es nie erzählt. Er hat wohl geschworen, nie davon zu sprechen. Ja. Und ich auch. Und die anderen Erzmütter. Tut mir leid, Aloy. Aber Rosts Vergangenheit wird für dich auch ein Geheimnis bleiben. Das war ja klar. Rost sagte, dass Stammmütter nicht nur den Stamm führen. Was macht ihr noch? Wir lehren... Wir geben Rat, wir segnen. Wenn notwendig, richten wir. Uns geht es immer nur um das Wohl des Stammes. Wir haben in diesem Jahr ganze 3 Erzmütter unter uns, dazu mehr als 30 Stammmütter. Was ist der Unterschied? Stammmütter sind Großmütter mit 2 Generationen lebender Nachkommen. Und eine Erzmutter ist eine Urgroßmutter mit 3 oder mehr Generationen Nachkommen. Wir sprechen damit für sehr viele. Unsere Meinung hat Gewicht. Die der Erzmütter hauptsächlich. Also, je mehr Kinder man hat, desto mehr hat man zu sagen? Das ist wohl auch eine Art, einen Stand zu führen. Warum sollte es anders sein? Warum hasst Lansra mich so sehr? Sie hat so einige extreme Ansichten. Mehr als das,
kann ich nicht sagen. Ich kann nichts für meine Geburt. Oder dafür, dass ich ausgestoßen wurde. Ich sehe das ganz genauso. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und jede Abstimmung der Erzmütter erfordert eine Mehrheit. Ich muss gehen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Aber ich will schon so lange antworten. Ich weiß, Kind. Nicht nur du hast diesen Tag jahrelang herbeigesehnt. Ich werde für deinen Erfolg beten. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Nicht an mir. Vergangen. Hallo, Olen. Du kennst meinen Namen? Ah, du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stümpern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinenstöbern. Sie halten Ruinen für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung. Wenn bei den Nora Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Bast. Was ist mit Vala? Sie ist stark. Durch ihre Adern ist bloß das Blut einer Kriegsherrin. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht.
Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Sie ist es. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Barst wird sie nicht in Ruhe lassen. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest?
Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stark aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Das war's. Jetzt nur noch vorwärts. Bleib jetzt da stehen. Kehr einfach um und ich muss aufholen. Zurück. Das willst du doch. Wer nicht. Führt? Lass es sein. Ich sehe nicht. Bah. Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Schneller. Nicht nachlassen. Weitermachen. Im alten Park. Gut. Ich hol auf. Die Ausgestoßene holt auf. Wie ist sie da raufgekommen? Das wird ganz schön knapp.
schon, Beeilung, weiter so. Ein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen. Jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Aloy, lauf! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Fast. Machst du mit? Bin dabei. Dann mal los. Jetzt. Vernichtet die Eindringlinge. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Das nicht! Urmutter, hilf uns! Du kannst. Ja! Erledigt sie! Schnell! Lauft rüber zum Seil! Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden. Gebt nicht auf! Oder weglaufen. Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Los, auf sie! Wir müssen uns wehren, verdammt! Nicht getroffen! Wie viele sind da? Es sind zu viele! Nicht! Urmutter, hilf uns! Vernichtet die Schänder! Erledigt sie! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Vernichtet die Eindringlinge! Es sind zu viele!
Jetzt! Runter, solange es noch geht! Liebe Freunde des schlechten Geschmacks, ich hoffe ganz in diesem Sinne, dass ihr auf eure Kosten gekommen seid. Ja, ich ließ mir auch nicht den Spaß nehmen, den ein oder anderen Gag für die besonders Aufmerksamen unter euch zu verbauen. Lasst mir doch einfach mal ein Like da und eventuell auch einen Kommentar, wem auch immer etwas aufgefallen sein mag. Und im nächsten Teil dürft ihr euch über ganz wenig Story, aber dafür umso mehr Action freuen. Wir begegnen auch tatsächlich zum ersten Mal einem Thunderjaw. Ja, wen's interessiert, der möge dranbleiben, ansonsten tut's trotzdem. Ich danke vielmals, alles Gute, der Lucius.